das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Es verbleibt nur noch Asmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht, ihr werdet dort unten gebraucht. Vor einigen tausend Jahren eurer Zeitrechnung, auf einem fernen Schlachtfeld, stand ich über Asmodan mit erhobenem Schwert, um ihm den Todesstoß zu versetzen. Hat euch der Mut verlassen? Nein. Einer meiner Brüder, Ardleon, rief um Hilfe. Ihr habt euch entschieden, ihn zu retten? Ja. Und nun bedroht Asmodan erneut alles, was mir etwas bedeutet. Das Leben eines anderen zu retten, ist niemals die falsche Wahl. Das habe ich jetzt auch erkannt. Ich wünschte, meine Engelsbrüder würden es genauso sehen. Was ist nun anders, da ihr ein Sterblicher seid? Die größte Veränderung ist wohl, dass ich sterben werde.
Das meinte ich nicht. Aber das ist der Unterschied. Für einen Sterblichen ist jeder Augenblick kostbar. Alles ist bedeutsam. Eine erhebende Erfahrung. Ich wusste, dass Soltun Kull etwas Besonderes war, von dem Augenblick an, in dem ich ihn kennenlernte. Er verfügte über einen scharfen Verstand für alles Arkane. Während der Jagd nach den drei war er der Träger der Seelensteine. Muss sie intensiv studiert haben. Auch wenn er eine Anomalie ist, so ist der schwarze Seelenstein doch ein Zeugnis seines Genies. Der schwarze Seelenstein wurde als Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Dreien entworfen. Sie waren erschaffen worden, um einzelne Dämonen gefangen zu halten. Aber Kull hatte vor, gleich mehrere einzusperren. Doch der schwarze Seelenstein hat seine Makel. Er kann so viele Dämonen nicht für lange Zeit festhalten. Wir müssen Asmodan in ihm einsperren und ihn dann zerbrechen, sodass all diese Übel nicht wiedergeboren werden können. Von den vielen Dingen, die mich an Menschen so faszinieren, ist das Großartigste der endloses Streben nach Wissen. Engel glauben, dass alles Wissen in der Schriftrolle des Schicksals niedergeschrieben ist. Deshalb findet man Wissbegier nicht allzu häufig unter den Fremden. Ironischerweise ist mein Verdacht bestätigt worden. Tatsächlich wissen die Engel nicht alles. Die Welt mit den Augen eines Sterblichen zu sehen, hat mir einiges gegeben, worüber ich weiter nachdenken muss. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er begehrt auf. Er widersetzt sich. Sie flüstert. Wir haben die Bastion erreicht. Aber den schwarzen Seelenstein zusammenzuhalten, erfordert all meine Zeit. Manchmal denke ich an die verwundeten Soldaten und ihre Familien dort draußen. Doch dann lässt meine Konzentration nach. Und die Zauber werden schwächer. Ich darf nicht schwach werden und muss darauf vertrauen, dass mein Begleiter für die Sicherheit der Festung und ihrer Bewohner sorgt. Ich kann die Anspannung auf eurem Gesicht sehen. Der Stein bekämpft euch, um die Kontrolle zu erlangen. Es wird schwieriger, aber es ist nichts, womit ich nicht umgehen könnte. Die Dämonen tosen und wüten, um ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Ihre Raserei wird mit der Zeit nur noch zunehmen. Lea ist sehr tapfer, aber wir sollten uns besser beeilen, bevor ihre Stärke nachlässt. Asmodan wird schon bald im Inneren des schwarzen Seelensteins gefangen sein. Unser Sieg steht unmittelbar bevor. Nur Narren feiern den Sieg schon, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Zusammen mit Belial befahl Asmodan mehr als 3 Jahrhunderte lang über die alles verschlingenden Horden der brennenden Höllen. Seine Gerissenheit geht über jede Vorstellungskraft hinaus. Gerissenheit ist Stärke nicht gewachsen. Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Aber ich nicht. Bei näherem Untersuchen von Yondas Tagebuch habe ich eine herausgerissene Seite gefunden, die im Einband versteckt war. Ich glaube, dass sie aus einem der Folianten stammt, nach denen ich suche. Außerdem hat er an den Rand Notizen gemacht. Vielleicht werde ich durch sie in Erfahrung bringen, wo der Foliant ist. Ich habe Leichen gesehen, die glücklicher aussahen. Was ist los? Es erscheint merkwürdig, dass Yonda eine Seite versteckt. Es wirkt wie der Beweis zu einem Verbrechen. Ich habe bereits Gründe gefunden, um an der Ehre meines Ordens zu zweifeln. Was, wenn es noch weitere gibt? Erzählt mir von eurem Bruder. Ich will die Wahrheit wissen.
Wir haben einst zusammengearbeitet. Ich gab ihm ab und zu Hinweise über geplante Raubzüge. Und er kam mit seinen Wachen hinzu und tat so, als wären es glückliche Zufälle. Aber eines Tages kreuzte er zu früh auf. Als ihr die Bank der Handelsgilde überfallen habt? Ganz genau. Einige der Wachen schöpften Verdacht. Sie glaubten, er wäre darin verwickelt und seither rottet er in einer Zelle in Königshafen vor sich hin. Ich konnte entkommen. Ihr fühlt euch sicher elend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich fühle. Was ist mit eurem Meister, dem Vistgerai-Fürsten, geschehen? Meine Schwestern und ich warteten, bis all seine Schüler versammelt waren, um einen höheren Dämon zu beschwören. Wir erschlugen sie alle bis auf den letzten Mann. Doch sie verfluchten uns, während sie im Sterben lagen. Meine Schwestern und ich, wir wurden besiegt. Finsternis umschloss uns, und unser Tod schien gewiss. Als ich zu mir kam, blickte die dunkle Gestalt des Propheten auf mich herab. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Lasst den Ruf erschallen. Von der brennenden Wüste bis hin in den eisigen Norden. Ihr macht es uns nicht leicht, oder? Wo immer die Herrscher der Hölle sind, da gehe ich hin. Wenigstens gibt es hier einiges zu tun. Diese Männer kämpfen mit stumpfen Schwertern und verbeulten Rüstungen. Es tut gut, helfen zu können. Was werdet ihr tun, wenn diese Schlacht vorüber ist? Es ist zu früh, um über solche Dinge nachzudenken. Es ist nie zu früh. Ich möchte die Überlebenden meines Volkes finden und sie vereinen. Ein edles Ziel. Ich will eigentlich nur einen ruhigen Ort finden, wo ich in Frieden leben und arbeiten kann. Ich muss los, Martha. Mehr von diesen Kreaturen wollen auf den unteren Mauern getötet werden. Es ist einfach unnatürlich, von einem so heißen Ort an einen so kalten zu kommen. Die Veränderung tut meinen alten Knochen nicht gut. Ich gehe, wohin ich gehen muss. Und was ist das für ein Lärm? Das klingt, als wären wir mitten in einer Schlacht. Das sind wir. Und es ist eine große Schlacht. Ja, das ist wohl wahr. Ihr seht nachdenklich aus. Oh, ja. Erinnerungen sind nutzlos, nicht wahr? Man kann sie weder essen, noch sie gegen Essen eintauschen. Ich bin froh, dass sie mir langsam entschwinden. Ich habe mich gerade an die Zeit erinnert, als ich das Juwel bis nach Skobos verfolgt habe. Eine lange Geschichte. Aber sagen wir einfach, dass es zwischen den Seemonstern und Giftpfeilen erneut verloren gegangen ist. Wie enttäuschend. Oh, das war's. Aber als die Decke des Theaters nachgab, fiel ich direkt in den Schoß des Fräuleins, das bald darauf meine siebte Frau werden sollte. Ihr gelang es, mich zu trösten. Ihr hattet sieben Frauen? Oh nein. Ich war um einiges häufiger verheiratet als siebenmal. Aber nie mit mehr als zwei Frauen gleichzeitig. Ich möchte ja nicht, dass irgendwer behauptet, ich wäre gierig.